Oh Mann, ist das schön, als Prinzessin in seinem eigenen Privatjet unterwegs zu sein. Oh, hallo. Hallo, kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ich nehme gerne ein so ein Getränk, ja. Was nehme ich denn? Warte mal. Ich hätte gerne die Cola. Ja, die Cola? Hier ist das Geld. Ah, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Okay. So, servieren Sie mal. Ich bin ja, sehr natürlich. Oh hier, Mann, bitte schön. Ja, danke schön. Ich hätte lieber doch was anderes. Okay. Ja. Wir haben hier noch dieses Energy-Getränk. Nein, wie wär's mit etwas Fußnagelsuppe? Ah, das führen wir leider hier gerade nicht an Bord. Aber ich bin eine Prinzessin. Ich will kriegen, was ich will. Also holen Sie das jetzt nochmal, Frau Kapitän. Tut mir leid, aber ich denke, da sind meine Hände gebunden. Frau Kapitänin, ich möchte, dass Sie jetzt ins Badezimmer gehen, sich die Fußnägel abschneiden und daraus eine Suppe kochen. Verstanden? Verstanden, los, gehen Sie. Okay. Das macht sie jetzt wirklich. Oh mein Gott. Dann kann ich mir endlich hier hinten aus der Küche selber was holen. Die haben hier nämlich richtig leckere Cola, die beste überhaupt. Leute, erstmal Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven. Ich hoffe, das nennt man so. Ich bin heute eine Prinzessin und Ronja ist auch mit dabei. Hi. Hallo. Wie weit sind wir eigentlich mit dem Flug jetzt? Ah, keine Eile. Wir sind fast da. Ich mache gleich die Durchsage, sobald es soweit ist. Okay, wunderbar. Ich glaube, ich nochmal. Oh, wow, wir können hier auf unserem eigenen Privatchat haben wir hier sogar Fernsehen und können gucken, was wir wollen. Da will ich hinziehen. Das wird bestimmt richtig schön. Ladies und Gentlemen, hier spricht euer Pilot. Wir befinden uns aktuell im Landeaufflug auf Roblox Brookhaven. Oh, die Temperatur am Ankunftsort beträgt 15 Grad. Kannst du mal ein bisschen vorsichtiger? Bitte setzen Sie sich auf Ihre Plätze, klappen Sie Ihre Tische hoch und bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Wir hoffen, Sie hatten eine schöne Reise mit unserer Fluggesellschaft und begrüßen Sie bald wieder an Bord bei uns. Oh, ich glaube, wir sind da, oder? So. Sind wir gelandet? Wir sind gelandet. Yeah. Niemand klatscht, aber gut. Das endlich ja nicht sein. Da. Wunderbar. Fallschirm. Einmal raus. Oh nein, ich habe den Fallschirmknopf gedrückt. Oh nein. Das ist der Knopf, der dich in die Luft katapultiert. So unsanft wollte ich doch gar nicht hier raus. Oh, das gibt's doch gar nicht. Warte, ich lande beim Flughafen, dann kannst du mich mit der Limousine abholen, okay? Und da ist meine Limousine. Du fährst, ja? Ich steig dann ja, ein. Selbstverständlich. Wo sind Sie? Hier. Kommen Sie endlich mal hier. Ich habe noch Ihr Gepäck geholt, entschuldigen Sie. Gut, dann setz ich mich bitte einsteigen. Ja, vielen Dank, dann fahren Sie mich mal. Ich nehme an, Sie wollen ins Schloss? Ich möchte gerne in mein Schloss, ganz genau. Alles klar. Wo wollen wir denn sonst hin? So, da wären wir auch schon. Einmal aussteigen, bitte. Das größte und schönste Haus hier natürlich. Das ist natürlich mein Prinzessinnenhaus. Wunderschön. Ja. Ja, das Beste. Ich nehme an, die Nachbarn fühlen sich auch geehrt, dass, ja, hier, dass sie mal, hier in der Gegend was wohnen. Was sie für ein Haus hat. Pro Elisa. Pro Elisa hat hier so ein kleines, süßes, niedliches Haus. Aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier auf der anderen Straßenseite sehen. Natürlich nicht. Ja, er braucht eine Familie. Braucht eine Familie. Eine Prinzessin, eine Familie kommst du nicht einfach so rein, ja? Du musst der will ja in die royale Familie reinkommen. Ha, das wird wohl nicht. Oh, ich glaube, wir sollten vielleicht zuschließen. Was macht er hier drin? Keine Sorge. Raus! Ben! Gehen Sie in Ihr Zimmer, ich bringe den weg. So. Also, ich möchte mir mein Prinzessinnen-Schloss jetzt erstmal ganz in Ruhe angucken, okay? Was können Sie mir denn hier zeigen? Selbstverständlich, hier einmal ist die Garage, ja. Falls Sie noch, müssen Sie die Autos Limousine nicht vielleicht mal in der Garage parken? Ich pack die gleich um. Na, hier unten ist auf jeden Fall ein Schlafzimmer, aber ich möchte nicht im Erdgeschoss schlafen. Ich meine, wer bin ich denn? Ich bin hier eine Prinzessin. Dann haben wir hier natürlich das Prinzessinnen-Badezimmer. Hier mit einer wunderschönen Badewanne. Sehr luxuriös, jetzt sind meine Schuhe nass. Und natürlich eine prinzessinhafte Toilette. Mit Absperrung, sodass man von draußen nicht auf die Toilette gucken kann. Weise. Sie müssten mir mal kurz den Hintern abwischen. Ja, ich bin fertig. Ist das Teil meines Aufgabengebiets? Ja. In der Tat. Als Butlerin müssen Sie alles machen Sie. Ich muss mich mal kurz... Stand aber nicht in meinem Vertrag. Hier, das, jetzt halt, einfach... Das stand aber nicht in meinem Vertrag. Halt. Das muss doch nicht alles extra drinstehen. Das ist doch wohl logisch. Ich finde, das sollte erwähnt werden. So, dann haben wir hier ein sehr schönes Wohnzimmer. Natürlich ein Computer, wo dann meine Angestellten arbeiten können. Und das Prinzessinnen-Schlafzimmer. Der Kamin ist natürlich aber auch sehr edel. Da kann man gar nichts sagen. Der Kamin. Wo ist der Kamin? Ja, der ist ja schön. Hier einmal, der große. Den machen wir wieder an hier. Und hier haben wir die Küche. Und soll ich Ihren Koch anrufen, dass der nachher vorbeikommt? Ich habe sowieso Hunger. Ja, der Koch kann schon mal kommen. Hier oben haben wir natürlich das Master Bedroom. Den Master Bedroom.
mit eigenem Jacuzzi auf der Dachterrasse. Mein Prinzessinnen-Umziehzimmer, ja. Hier natürlich mein Safe. Da hoffe ich mal, dass mir niemand irgendwas rausschnappt oder sowas. Badezimmer, eine Dusche hier. Eine Dusche. Eine wunderbare Dusche haben wir hier. Hier geht's nach draußen, durch Schiebetüren, in meinen eigenen Jacuzzi. Ich bin begeistert von meinem kleinen Schwester. Ihre Hauslehrerin kommt jeden Moment vorbei. Ist es in Ordnung? Kann meine Hauslehrerin? Ja, natürlich. Ich muss ja auch zur Schule. Auch Prinzessinnen müssen zur Schule, aber die gehen da nicht hin, sondern die lernen zu Hause. Hallo, die Hauslehrerin ist... Ich bin da. Oh. Kommst du runter? Ja, hallo. Guten Tag, Frau Hauslehrerin. Hallo. Also, okay. Was lernen wir heute? Heute beschäftigen wir uns mit zwei Sachen, ja? Zwei Sachen, die für jede Prinzessin essentiell sind. Einmal Tischmanieren und einmal Haltung. Für die Haltung kannst du bitte hier einmal dein Buch rausholen. Das Buch hier? Das Buch. Okay. Und das Buch legst du jetzt auf deinen Kopf, okay? Wie und soll dann ich denn? Laufen wir. Du kannst auch, okay, für den ersten Schritt ist es auch in Ordnung, wenn du das Buch in einer Hand hältst. Okay. Wichtig ist, dass du hier gerade Linien läufst. Ich kann mir aber auch hier so eine Pizzabox auf den Kopf legen. Nee, es soll schon das Buch sein. Bist du sicher? Wie wär's mit einer Banane? Eine Banane? Nein. Wir können das erstmal mit der Banane probieren, die Haltung, okay? Lass uns das mal mit dem Buch probieren. Oh, dann eben das Buch. Okay, also, was mache ich? Okay, wir nehmen das Buch. Ja. Wir gehen hier ganz an die Wand. Wir stehen mit dem Rücken gerade zur Wand, okay? Mit dem Rücken gerade zur Wand? Mit dem Rücken gerade zur Wand. Ja, okay. Und dann einmal komplett den ganzen Weg bis zur Küche durchlaufen. Hier bis zum Waschbecken. Okay. Ohne auf das Buch zu gucken. Yeah, ich hab's geschafft. Okay, wunderbar. Jetzt nochmal zurück. Sehr gute Haltung, oder? Was sagen Sie? Sehr gute Haltung. Nochmal 10 Wiederholungen, bitte. 10-mal wiederholen, was? 10-mal wiederholen. Das gibt's doch gar nicht. Wie soll ich das denn machen? Oh, das ist so ein weiter Weg. Ich dachte, Prinzessin sein müsste ich nicht mehr laufen. Doch, Butler! Doch, da muss man elegant Butler, laufen Sie müssen mich tragen. Ja, der Butler wollte einkaufen gehen oder den Koch holen oder irgendwas. Der Butler ist weg. Ist gar nicht mehr da. Ist ja gar nichts mehr schön am Prinzessinnenleben. So, ich hab's jetzt gemacht, okay? Okay, wunderbar. 1A Form. Danke schön. Okay, bitte jetzt einmal hinsetzen hier an den Tisch. Wie vertraut bist du mit der Thematik der Tischmanieren? Sehr vertraut. Ich bin schließlich eine Prinzessin. Okay. Aber ich bin ja auch aus dem Grund hier. Okay. Lektion Nummer 1, ja? Ja. Wir sitzen auf den Stühlen oder auf dem Boden, aber nicht auf dem Tisch. Ich sitze nicht. Ich krieche auf dem Tisch. Aha. Ja, das ist okay dann. Also wir kriechen auf dem Tisch, aber nicht auf dem Boden oder auf den Stühlen. Oh. Wir sitzen... Auf dem Stuhl oder auf dem Boden, aber nicht auf dem Tisch. Wo liegen wir? Was? Wir liegen im Bett. Nein, aber in den Tischmanieren. Wo liegen wir? Wo wir liegen? Wir kriechen, haben wir ja gerade gefragt, ja? Wir kriechen, also wir auf kriechen dem Tisch, auf aber nicht Tisch. Auf dem Boden, auf den Stühlen. Wir stehen wir auf den Stühlen und wir sitzen und auf dem Boden, aber nicht auf dem Tisch. Wo liegen wir? Oh, ich glaube, mein Haus hat Feuer gefangen. Weil dann müssen wir den Unterricht einmal kurz aussetzen, um das Feuer zu löschen. Das tut mir sehr leid für die Unterbrechung hier. Oh nein! Oh nein, wir müssen den Unterricht... Nein, ich muss mein Schloss löschen! Typische das kann doch nicht wahr sein! Die haben nie Lust auf Unterricht. Immer, oh, mein Haus brennt. Ich kann keinen Unterricht machen, keine Tischmanier. Nur wenn man das einmal ist ja die das Problem, Frage wenn man zu Hause Unterricht hat als Prinzessin. Du kannst aber nichts nicht machen, kennt. Wenn dein Haus brennt. Ja, da die Limousine steht. Okay, alles gut. Ja, wir können dann weiter üben. Aber ich, okay. Ehrlich gesagt hätte ich jetzt gerne erstmal Frühstück. Machen Sie mir ein Frühstück? Nee, ich bin ja nicht der Koch. Ich bin die Lehrerin. Oh. Aber ich bin mir sicher, der Koch kommt bald zurück. Ich würde mich da mal ein bisschen Kompetenz. Ja, danke, Frau Lehrerin. War schön mit Ihnen. Tschüss. Ich hätte gerne mal ein bisschen Kompetenz. So Angestellte, die einer Prinzessin würdig sind. Einfach jemand, der nicht die ganze Zeit rumnörgelt, sondern einfach das macht, was getan werden muss. So jemanden hätte ich gerne. Oh, warte, da kommt jemand. Da ist jemand an der Tür. Butler? Mr. Butler ist noch nicht vom Einkaufen wieder da. Easy? Muss ich selber an die Tür Machst gehen? Machst du mir auf? Ronja? Easy? Bist du das? Hi. Hallo, Prinzessin Ronja. Willkommen in meinem Haus. Das ist mein neues Schloss hier. Wie gefällt's dir? Willst du es sehen? Oh ja, gerne. Einmal rumführen, bitte. Also, wir haben hier den Küchen- und Chill-Out-Bereich. Oh, was riecht denn hier so komisch? Es ist ein bisschen verbrannt. Ich habe mal wieder mein Haus angezündet. Aber Och, easy. Ich habe es doch erst seit heute. Also, ach so, da kann man es ja ruhig mal anbrennen. Hier, das ist das Beste. Das ist mein Jacuzzi. Das Ding ist, ich muss heute Abend zu einer großen Krönungsfeier. Das heißt, ich muss mich umziehen eigentlich. Willst du mitkommen vielleicht? Ja, klar, gerne. Okay, dann lass mal gucken. Hier ist mein Kleiderschrank übrigens. Hier können du hast einen begehbaren Kleiderschrank. Ja, und hier ist natürlich mein Safe. Den ganzen Millionen da drin. Steht auch offen, um einfach zu zeigen,
Ich hab's. Und jetzt müssen wir uns richtig schöne Prinzessinnen-Outfits anziehen zum Feiern. Ich glaube, ich habe ein ziemlich süßes Outfit gefunden. Oder ich setze mir einfach einen Karton an. Davon würde ich eher abraten. Oder eine Banane. Oh nein. Okay. Nein, ich bin fertig. Ich habe mein Prinzessinnen-Ausgeh-Outfit an. Und okay. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal los in die Stadt, oder? Warte, ich hole uns mal das passende Prinzessinnen-Auto. Was hättest du gerne? Was haben wir denn? Ist die Limousine nicht mehr da? Ich hätte zum Beispiel sowas hier. Ah, yes, let's go. Warte, brennt mein Haus dann? Oh. Brennt dein Haus? Hast du den? Nee, du hast es ausgemacht, oder? Es nein, brennt schon wieder. Vergessen, da oh mein Gott, Easy, wie kann das sein? Ach, was soll's. Komm, steig ein, wir müssen zur Party. Wir kommen zu spät. Okay. Ja, wir auch Prinzessinnen müssen mal ein bisschen Erholung haben. Das macht der Butler schon. Absolut, ja, der kommt bestimmt, kümmert sich drum. Da ist sein Job. Ich meine, wofür wird der bezahlt? Der wird eigentlich schon dafür bezahlt, die Feuerwehr zu spielen. Ja, eben, deswegen sage ich ja. Also, warte mal, wir müssen jetzt den Club finden. Okay, weißt du noch, wo der ist? Der Club war über dem Nagelsalon, wenn ich mich richtig erinnere. Da, Cleaners. Ah ja, da geht meine Putzfrau mal einkaufen. Ja, da vorne! Nee. Ja! Ah! Da ist er doch, der Brookhaven Club. Aber der ist nicht. Der ist nicht offen. Der ist nicht offen? Oder? Ach, komm hier rein, Prinzessin doch, der ist offen. Macht hier jeder auf, ja? Hier, VIP-Bereich. Hier gehören wir hin. Und ja, das war doch mal ein sehr, sehr spannender Tag hier in Roblox zusammen mit Ronja. Absolut. Als Prinzessinnen. Du hast übrigens auch ein sehr schönes Outfit. Danke, danke. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat und wenn wir das nochmal spielen sollen, dann schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns gerne ein Like da. Und schaut doch gerne bei Ronja vorbei, denn sie macht auch sehr coole Roblox-Videos. Yeah, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.